Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute geht es nämlich zur letzten Etappe unserer Gardasee-Rundreise. Nach einer kleinen Wanderung fahren wir über die Grenze nach Österreich durch den Fellbahn-Tauerntunnel zu den Bergrettern an den Dachsteingletscher. Von dort aus fahren wir nach Hall und hoffen, dass wir auf ein nicht zu touristisches Hall kommen. Und die letzten Impressionen sind dann aus Salzburg, bevor wir uns auf den Weg machen, nördlich von Berlin nach Brandenburg. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann macht das doch noch schnell. Einfach unten auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen, dann bekommt ihr mal eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ansonsten lasst uns starten. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind erwacht. Heute sieht man die drei Zinnen überhaupt gar nicht. Die Nacht war wärmer als erwartet. Ich hatte alles vorbereitet auf eine Frostnacht und sogar den Schlafsack rausgekramt, aber ich habe total geschwitzt. Ja, wir kochen jetzt hier erstmal. Hier unten ist der Bach. Wir kochen jetzt hier erstmal unseren Frühstückskaffee und frühstücken in Ruhe. Das ist hier so ein Skilift-Parkplatz und heute Abend geht's heimwärts. Die schöne Zeit schon vorbei, schade. So, es geht los. Da steht Venna. Wir sind hier an der Grenze zu Venetien. Also Südtirol und Venetien grenzen hier aneinander. Und hier sieht man schon, wo ich bin, auf 1500 Metern Höhe. Hier steht's dran. Bozen, autonome Provinz Bozen endet und da Venetien beginnt. Richtig viel Panorama ist heute nicht, aber zum Mittag soll es noch ein bisschen aufklaren. Da hinten, da sieht es schon besser aus. So, da geht der Weg berghoch. Wir sind hier am Kreuzbergpass und so sieht es hier aus. Schön. Echt glatt hier. So, beim ersten Ausblick sind wir angekommen. Leider hängen die Wolken noch etwas tief, so dass man die hohen Felsspitzen gar nicht sehen kann. Wir sind hier praktisch diesen Weg hochgewandert, der stellenweise ziemlich verschneit und glatt war. Und dahin geht es jetzt weiter. Jetzt bin ich gerade eben mal eingebrochen. Hier ist mein Knie. Also mein Schuh steckt ganz schön tief. Mal gucken, ob man wieder rausbekommt. Oh. Gefährlich. Da ist ein Klettersteig. Seht ihr das Seil? Das geht bis da hoch. Und da an der Seite geht auch noch eins lang. Und dann hier quer rüber geht es auch noch. So, von da sind wir gekommen. Wir sind jetzt in der Nähe der Baumgrenze angekommen. Hier ist ein Bunker. Ich weiß noch nicht, ob ich mich reintraue. Würdet ihr euch reintrauen hier? Ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Weiß auch nicht so genau. Vielleicht hier vorne ein Stück am Anfang. Hier kann man reingucken. Wahrscheinlich auch vermüllt wie alles andere. Ich bleib lieber draußen. Oben sehe ich was im Fels. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Da. Zwei Löcher, Bauten, Ausgänge, keine Ahnung. Ist schon so ein bisschen gruselig hier alleine.
ich höre immer irgendwelche Geräusche. Also da scheint irgendwie Wasser vom Berg zu kommen, aber das ist es nicht. Als wenn jemand läuft oder... Aber es ist niemand zu sehen hier. Weit und breit kein Mensch. So, ich habe jetzt die Tour abgebrochen, weil das, was ich gehört habe aus den Bergen, das waren kleine Lawinen und auch Gerölllawinen, also Schneelawinen und Gerölllawinen. Und bevor wir uns da in Gefahr bringen, sind wir jetzt abgedreht und machen die Runde etwas kleiner und wandern jetzt wieder ins Tal an der Rudi-Hütte vorbei. Juhu, die Welt hat mich wieder und einen Wanderweg. Das war jetzt eine Tortur. Nachdem ich da oben bemerkt habe, dass das Lawinen sind, diese Geräusche, also Gerölllawinen und Schneelawinen, war mir das doch ein bisschen zu heikel, da weiter lang zu gehen. Ich als Bergunerfahrene, obwohl die Lawinen sehr weit weg waren und etwas höher. Es waren auch nur ganz kleine Lawinen, aber die haben halt so Geräusche gemacht, wo ich dachte, uha, die ganzen Berghümme, die man so gesehen hat. Und jedenfalls habe ich dann versucht, über Komoot die Tour irgendwie andersrum zurückgehen, wollte ich auch nicht, weil ich war schon etliches diesen Weg lang gelaufen. Habe ich noch einen eingezeichneten Weg gesehen über Komoot, aber da oben im Schnee sieht man natürlich nicht, wo der ist. Und dann bin ich diesen Weg auf der Karte einfach gefolgt und es war praktisch so ein Geröllweg. Ich vermute mal, dass da das Schmelzwasser runterläuft. Da aber da viel, viel Schnee drauf lag, lief der sich echt schwierig. Also das war wirklich anstrengend, da lang zu laufen, auch für Cassie. Und wir sind echt ins Schwitzen gekommen und mussten auch ein paar Mal überlegen, wie wir die Stelle meistern, weil es eher eine Kletterstelle war statt eine Wanderstelle. Und dabei habe ich mir das Kabel vom Ladegerät kaputt gemacht und habe jetzt aber noch 38% Akku. Ich hoffe, das wird bis zum Auto reichen und bin den Rest jetzt so Pi mal Daumen einfach bergab gegangen und stellenweise ging es aber nicht durch Tiefschnee, dann scheint hier Sturm gewesen zu sein, viele Bäume lagen quer, also es war jetzt echt eine Stunde, anderthalb Stunden Klettern pur, auch für Cassie sehr anstrengend. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, so einen Weg jetzt zu haben. Nein. Oh, der macht Geräusche. Nein.
Schnüffel, die kleine Nase. Komm mal weg. Komm mal hier. Komm mal zurück. Zurück. Da schnüffelt die kleine Nase. Seht ihr sie? Bestimmt einen Schreck bekommen, Cassie, als du gekommen bist. Nein. Da sind Kühe. Gucken. Und du? Du guckst nicht. Hast gestern noch von den Ziegen genug, stimmt's, Cassie? Ach, ist ja süß, die eine leckt die andere. Irgendwie haben wir eine Anziehung. Irgendwie kommen immer die Tiere hinter uns hinterher. Die sind jetzt auch schon ein paar Meter gekommen. Aber die haben ja einen Elektrozaun. Guten Morgen. Hier haben wir heute geschlafen. Ich bin in eine meiner Lieblingswandergegenden hier in Österreich. Und zwar in Ramsau am Dachstein. Leider ist das Wetter heute etwas nass, etwas regnerisch. Und man kann den Dachstein nicht sehen. Der ragt nämlich hier hinten ganz groß empor. Da drüben, da sind auch noch die Felsen und riesige Berge. Cassie, die sieht irgendwas, ein Vogel auf der Wiese. Aber wir gehen jetzt erstmal eine Runde. Wenn es nicht regnerisch ist, wird man hier von der Morgensonne geweckt. Das ist so wundervoll. Ganz alleine steht Venna da. Ist das nicht Hammer? Also, ich finde es genial, wenn ihr hinter mir noch die Wände sehen könntet. Die Dachstein-Südwand. Aber leider hängen die Wolken davor. Eigentlich sollte es heute den ganzen Tag regnen, aber schaut mal, es sieht doch ein bisschen nach Wolkenbruch aus. Es ist so schön hier. Na, was sagt ihr? Ich bin in Haltstadt. Es ist gar nicht so einfach, einen Parkplatz zu bekommen. Der Ort ist da hinten und das hier ist Parkplatz 3 oder so. Das heißt, ich muss jetzt noch 3 Kilometer laufen, bis ich im Ort bin. Schade, dass die Wolken so tief hängen. Irgendwo ist hier der Dachstein nämlich. Nur mal kurz eine Info noch. Also Haltstadt stand schon ewig auf meiner Bucketlist. Ich habe mal diese tollen Fotos gesehen. Mich hat halt dieser asiatische Tourismus abgeschreckt. Ich wollte hier nicht im Massentourismus landen. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, Haltstadt mal so ohne viele Touristen kennenzulernen. Weil es sind kaum Leute, die Asiaten. Ich muss jetzt 2,5 Kilometer durch Tunnel und an der Straße vorbei in den Ort laufen. Und Cassie auch. Dann denke ich immer, wenn das so viele Menschen auf sich nehmen, muss ja wirklich ein spektakulärer Ort sein. Ich nehme euch mit für alle, die da noch nicht waren. Da hinten, da
sieht man ihn schon durch die Bäume schimmern. Ah, jetzt auf dem Video nicht so. Also da hinten ist es der Ort. Jedenfalls, da müssen wir hin. So klein der Ort ist, aber einen Campingplatz gibt es auch. Und der ist bei weitem zentraler als der Parkplatz. Weil hier vorne ist schon der Ort. Ich finde es schon ein bisschen spektakulär mit den Wolken. Nur schade, dass man die hohen Felsen vom Dachstein nicht sieht. Cassie sieht wieder Wasser. Die will gerne baden. So sieht es hier denn aus, wenn das Gebiet als Risikogebiet erklärt wurde und dadurch viel weniger Touristen da sind. Wir kommen dem Ganzen näher und unser Parkplatz ist dort hinten die Wiese. Auch mal durch solche schönen Orte zu bummeln und zu schauen, was die Händler anbieten. Allerdings hier haben wir einen, der das überhaupt nicht mag. Die trottet einfach ziellos neben mir her und hat gar keinen Bock auf alles. Also wir sind jetzt hier. Ich gehe jetzt auch nicht mehr weiter da hoch, weil wir sind den ganzen Weg jetzt hier von hier unten gekommen. Das haben wir schon alles gesehen. Und ja, wir gehen einfach dorthin wieder zurück zum Marktplatz. Also größer war der Ort jetzt nicht. Eine froh, wenn wir wieder losgehen von hier. Stimmt's, Cassie? Der Schwan hat ein Junges, darum schimpft er mit uns. Da schwimmt es. Wir haben jetzt einen kleinen Fotoshoot hier gemacht. Wir sind hier direkt an dieser Kirche, am Markt sozusagen. Und merkwürdigerweise, genau als der Dampfer, der fährt dort hinten, vorbeifuhr, ging kein einziges Bild auf. Ja, und Cassie, die steht hier ganz brav. Das war perfekt für den Shoot, weil sie guckt nach Fische. Sie guckt, ob sie angeln kann oder ob hier Fische sind und hat praktisch die ganze Zeit hier gestanden. So, unser kurzer Ausflug nach Hallstatt ist beendet. Und mein Fazit, also das ist jetzt aber mein ganz persönliches Fazit. Jeder kann es anders sehen. Ein wunderschöner Ort, der aber den Hype dieses Touristischen gar nicht verdient hat. Die Leute müssen sich hier eigentlich verbarrikadieren. Der Ort wird gesperrt mit Schranke, dass nicht Massenautos da reinfahren. Sicher gibt es auch schöne Wanderungen. Leider sieht man den Dachstein heute nicht ganz so toll. Ich habe tolle Bilder gemacht. Und wenn man hier vorbeifährt, unbedingt anhalten. Es ist wirklich schön, aber versucht es außerhalb der Hauptsaison zu machen. Ich war jetzt ja hier Ende Oktober
Und es ist richtig voll gewesen. Ich möchte nicht wissen, was es zu Ferienzeiten oder zu Hauptsaisonzeiten im Sommer hier los ist. Und schon gar nicht, wenn kein Coronavirus herrscht, beziehungsweise wenn hier kein Risikogebiet ist. Jetzt ist ja hier Risikogebiet. Dann finde ich es auch nicht so prickelnd, dass man hier durch einen Tunnel laufen muss. Der macht einen höllischen Lärm, wenn hier Autos durchfahren. Und was mir noch nicht so gefallen hat, ist, beim Döner am Markt kostet ein Hähnchen, ein halbes Hähnchen, 9 Euro. Also ich denke, da sollte man die Kirche mal im Dorf lassen, wenn ich diesen Spruch verwenden darf. So, jetzt kommt wieder ein Auto von hinten, aber wir sind jetzt raus aus dem Tunnel. Also wird das nicht so der Lärm mehr sein. Aber der Weg ist halt eine Zumutung, finde ich. Hier ist ein toller Parkplatz. Hier sind so Grillecken, alles grün. Mitten in den Bergen. Cool, oder? Ich drehe mal um. Und hier direkt am See. Also es ist unglaublich schön. Das Einzige, was nicht so schön ist, der Preis für 3 Stunden, 9 Euro. Ja gut, aber wenn man ins Freibad Eintritt bezahlen muss, hier bezahlt man für ein Auto 9 Euro 3 Stunden, da bezahlt man pro Person vielleicht, keine Ahnung. Hier sind so Grillecken und hier kann man dann schwimmen gehen. Wunderschön. Ja, also ich bin durch Italien, aus Italien raus und ich habe ja ins Navi nur eingegeben ohne Autobahn, weil ich erstens es schöner finde, nicht auf Autobahn zu fahren. Man kann mehr von der Landschaft sehen, gerade hier in Österreich. Und zweitens will ich auch wirklich langsam reisen und drittens erspart mir das die Maut. Und jedenfalls führte mich das Navi von... Auf jeden Fall führte mich das Navi von Hallstatt dann nach Deutschland über Kuchel, über Salzburg und dann nach Deutschland. Und kurz vor Kuchel wurde ich angehalten von einer Polizeisperre, die zu mir meinten, ob ich ein Autobahnticket habe. Und ich, nö, ich fahre ja nicht Autobahn. Wo ich hin will? Nach Hause. Ach so, na dann darf ich ausnahmsweise durchfahren, weil in Kuchel ist ein Reiseverbot. Also dieser Ort wird durch Betonsperren blockiert. Nur durch die Polizeisperre kann man ein- und ausreisen, also nur mit Genehmigung. Weil es gab da wohl Absperrungen, die wurden weggeräumt von irgendwelchen Ignoranten. Und Kuchel gehört wohl zur Infektionskategorie Rot. Und ja, daher gibt es jetzt nur noch Ein- und Ausreisegenehmigung mit Polizei. Und ich habe die Durchreise genehmigt bekommen. Er meinte dann nur, ich darf nicht anhalten, egal was passiert, es sei denn, das Auto bleibt stehen. Ich darf nicht anhalten, nicht zur Toilette, nicht tanken, nicht gar nichts. Ja, und dann bin ich da durchgefahren. Da war niemand zu sehen, war wirklich wie ausgestorben der Ort. Ich bin jetzt in Salzburg angekommen. Cassie läuft da vorne. Wir machen schnell noch eine Hunderunde hier im Grünen, bevor wir in die Stadt gehen. Nicht, dass sie hier auf dem Asphalt kackert, dann muss ich die Puh aufheben. Gefallen? Das freut mich. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder vielleicht auch einen netten Kommentar. Ich werde mich bemühen, alle gleich rechtzeitig zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch einen gesunden Start ins Jahr 2020.